Ach, zum Teufel damit. Da hast du recht, Sultan. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 1, Freunde. Oh yeah. Ich bin müde. Im letzten Part haben wir den Krieg gegen die Ordenverschwörer oder so begonnen. Ich mag diesen Orden und nicht. Haben uns ja in. Also, ich habe mich ja immer für die Scoia'tael entschieden. Und das ist auch abhängig von den Antworten, die ihr geben könnt. Wenn ihr euch für den Orden entscheidet, könnt ihr euch sicher auch bei ihr mehr machen, ne? Von daher, nur damit ihr das wisst, also müsst ihr schon in Kapitel 3, glaube ich, war das, was ich nachgelesen habe. Da hättet ihr schon andere Entscheidungen treffen müssen, wie gesagt, als es dann hieß Orden oder Scoia'tael. Und ja, mal schauen, Altwiesener Tor. Kapitel 5. Euer Hoheit, das ist Wahnsinn. Ihr solltet euch nicht solchen Gefahren aussetzen. Wartet hier und lasst mich eine stärkere Streitmacht ausheben. Unsinn. Dies ist meine Stadt, die Hauptstadt meines Königreiches. Ich regiere dieses Land und ich weigere mich, wie ein Dieb durch seine Gassen zu schleichen. Euer Hoheit. Seid still. Ihr wisst doch selbst, dass diese Geheimdienstberichte das Papier nicht wert sind. Ich will mich persönlich überzeugen. Anderlinge greifen an. Beschützt den König! Für die Freiheit! Tötet die Dolde! Ich ringe euch an euren Eingeweiden auf, Mensch! Der Großmeister! Wir sind gerettet! Ihr seid zurück, Euer Hoheit. Hoffentlich nicht zu spät. Euer Königreich braucht eure Hilfe. Ihr solltet wissen, dass Könige nie zu spät kommen, Jack. Euer Hoheit, Flammen verzehren die Stadt. Und das Blut eurer Untertanen lässt die Rinnsteine überlaufen. Dies ist nicht die Stunde für Worte. Taten sind gefragt. Und was schlagt ihr vor? Gestattet mir, eure Armee zu befehligen und gewährt mir Handlungsfreiheit. Niemals. Nur über meine Leiche. Diesmal war es knapp. Nächstes Mal kommt meine Hilfe vielleicht zu spät. Ich hab genug gesehen. Velarad, zurück zur Burg. Was macht er denn hier? Er war urplötzlich da. Dafür scheint er eine Begabung zu haben. Was soll ich mit ihm machen? Er kommt mit uns. Ich muss etwas mit ihm besprechen. Hexer von Riva. Euer Hoheit, ich bin geehrt. Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich euch nicht aus einer Laune heraus hierher gerufen. Eine ernste Sache bedrückt uns. Ein Fluch bindet meine Tochter. Ihr sollt ihn aufheben. Ich habe alle versammelt, die helfen könnten. Devet war das letzte halbe Jahr der Adjutant der Prinzessin. Velarad kennt Adda seit ihrer Kindheit. Und Trismerigold ist wegen ihrer umfangreichen Kenntnisse der Magie und ihrer weiblichen Intuition hier. Sprecht mit ihnen und denkt über die Sache nach. Wir werden uns in Kürze wieder darüber unterhalten. Wie ihr wünscht, Euer Hoheit. In der Zwischenzeit bedürfen gleichermaßen bedeutsame Dinge unserer Aufmerksamkeit. Ich höre zu, Euer Hoheit. Hexer, stellt euch vor, ihr kehrt von der Jagd auf ein Ungeheuer, auf eine Kikimore beispielsweise zurück und müsst feststellen, dass euer Heim ein Hurenhaus geworden ist. Euer Hoheit. Ich bin noch nicht fertig. Eure Statthalter haben versagt. Ein Verräter will euch aus dem Haus eurer Ahnen vertreiben. Werdet ihr da nicht auch erzürnt?
Würdet ihr nicht auch noch mehr Blut vergießen wollen? Euer Hoheit, euer Heim ist auch das Zuhause der Elfen und Zwerge, die ihr von euren Ahnen geerbt habt. Die Feuer und die Toten gehen auf ihr Konto. Das könnt ihr nicht leugnen. Aber in Wahrheit brauche ich jetzt Frieden in meinem Königreich. Vielleicht solltet ihr eure königliche Güte auf die Anderlinge ausweiten und ihnen Sicherheit und gleiche Rechte garantieren. Vielleicht. Wir schicken Velerath als Unterhändler. Vielleicht erschießen sie ihn seiner elfischen Züge wegen nicht. Ich scherze. Es ist mehr erforderlich, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich bin mir sicher, ihr habt recht, Euer Hoheit. Ich muss mich um dringende Angelegenheiten kümmern. Sprecht mit diesen klugen Köpfen. Sammelt ihre Weisheiten. Und vergesst meine Tochter nicht, Hexer. Ich zähle auf euch. Ich werde es nicht vergessen. Mein Diener ruft euch, wenn ich mehr Zeit habe. Okay. Ja. Heilige Mutter, Graf de Wett. Oh Mann, Miss Triss Merigold ist da auch hier. Geile Scheiße. Oh, wir sind mal auf dem Velerath. Hi. Jo, okay. Speichern wir hier mal das Ganze ab, aber mit einem früheren Autosave von Gruft in den Feldern. An die will ich mich gar nicht mehr zurückerinnern. Tüdelö. So, ja, mit wem sprechen wir hier? Am besten mal mit Velerath. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Velerath. Ich sah euch mit dem König sprechen. Es schien recht unangenehm zu sein. Es könnte schlimmer sein. Geralt! Habt ihr kein bisschen Angst, Velerath? Der König schien wütend zu sein. Auf mich? Ich an eurer Stelle würde aufpassen, was ich sage. Ich habe Temerien mein Leben lang gedient. Wenn sie mich verurteilen, gehe ich hoch erhobenen Hauptes zum Galgen. Der König hat mir von Adda erzählt. Es ist schrecklich. Ihr habt uns ja gesagt, der Fluch könnte wiederkommen. Könnt ihr ihn ein zweites Mal brechen? Wir werden sehen. Ihr scheint euch gut an das letzte Mal zu erinnern. Gewiss doch. Ihr seid von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in dem alten Herrenhaus geblieben, wo die Striege ihren Sarkophag hatte. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat die halbe Stadt wachgehalten. Wir gingen im Morgengrauen zum Herrenhaus und sahen euch beide in einer Blutlache vor dem Sarkophag liegen. Ihr habt kaum noch geatmet, aber die Prinzessin war geheilt. Der Verräter Ostrid war tot, der König überglücklich. Wer war Ostrid? Er hatte den Fluch aus Eifersucht gewirkt. Er liebte die Schwester des Königs. Gibt es diesmal viele Opfer? Ich weiß nicht recht. Heutzutage liegen mehr Leichen herum, als Fliegen auf einem Dunghaufen sitzen. Wisst ihr, wo die Striege tagsüber schläft? Nein, aber sie wurde in Al-Vusima gesehen. Vielleicht jagt sie dort. Es wird nicht ungefährlich, die Prinzessin von dem Fluch zu befreien. Stimmt, aber der König hat so seine Mittel, euch zu ermutigen. Was meint ihr damit? Ihr habt Freunde unter den Anderlingen. Helft Foltes, dann überlegt er es sich vielleicht anders und lässt ihre Ohren und Bärte nicht auf eine vorgeschriebene Länge zurechtstutzen. Ich verstehe. Geralt! Lebt wohl. Okay. Das hätten wir. Und jetzt kommt genau jetzt ein Zug vorbei. Fick dich. Die Striege schläft bei Tag. Bla bla. Flucht aus dem Ghetto. Mann, okay. Das machen wir als nächstes. Süße Rache. Die machen wir als zweitletztes, bevor wir die Striege zurückholen. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir jetzt erhobenes Hauptes weiter. Flucht aus dem Ghetto, aber wir müssen noch mit Graf de Wett und Triss Merigold sprechen. Geralt, ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Ich war ebenfalls besorgt. Und ich bin stolz auf euch,
Ich habe gehört, wie ihr für Alwin gekämpft habt. In Visima gehen schreckliche Dinge vor. Das ist wahr, aber der König stellte mich unter seinen Schutz. Sagt mir, wo ist Alwin? Alwin ist plötzlich verschwunden. Trotz des Amuletts, das ich ihm gegeben habe. Er ist verschwunden? Das ist schrecklich. Er könnte überall in Raum und Zeit sein. Ich hatte gehofft, das Amulett würde diese Fähigkeiten blockieren. Ich hoffe, es geht ihm gut. Triss, ich habe nachgedacht. Über uns. Ach, Geralt. Ich liebe euch und ich will bei euch sein, egal was geschieht. Die Liebe ist das einzig Schöne in diesen schrecklichen Zeiten. Geralt. Ich könnte mich ändern, weniger Risiken eingehen. Wir finden Alwin, leben zusammen. Ich baue ein Haus. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ihr könntet Pferde und Schafe züchten und ich würde mich um den Garten kümmern, kochen. Wir könnten verkaufen, was wir ernten, um Kupferpfannen und eiserne Rechen zu kaufen. Wir könnten in Würde altern. Abends spielt ihr auf einem selbstgebauten Dudelsack für mich, als Mittel gegen die Melancholie. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Geralt, sagt etwas. Ich will euch nicht verlieren. Ich bin doch hier. Es sind schlimme Zeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir überleben. Träumen können wir, wenn dieser Wahnsinn vorüber ist. Triss, ich... Ich liebe euch auch, Geralt. Bis ans Ende der Zeit. Oh yeah, das war doch jetzt noch Schnieke und jetzt zu Graf de Wet. Hexer! Graf? Keine Titel, bitte. Begraben wir frühere Missverständnisse im Namen der höheren Sache. So sei es. Geralt. Fürchtet ihr nicht den Zorn des Königs, de Wet? Wie kommt ihr darauf, Hexer? Voltest sah ziemlich wütend aus. Er sagte etwas von Blutvergießen. Er meinte eindeutig das Blut von Verrätern und Anderlingen. Vielleicht entlässt er jetzt endlich diesen Versager Velerath. Der König möchte, dass ich Adar von dem Fluch befreie. Das kann ich mir denken. Ihr hattet schon einmal Erfolg, auch wenn es euch fast das Leben gekostet hat. Das Auftauchen der Striege besiegelt Voltests Ende. Viele sagen, er hat die Götter beleidigt. Erinnert ihr euch, wie sie zum ersten Mal zur Striege wurde? Helft mir auf die Sprünge. Als Voltest jünger war, war er unersättlich. So sehr, dass er seine eigene Schwester geschwängert hat. Ihr Kind starb bei der Geburt, wuchs aber in seinem Sarg weiter heran und kam nur zum Fressen heraus. Dann seid ihr aufgetaucht und habt den Fluch gebrochen, aber offenbar nicht vollständig. Die Rückkehr der Striege beweist, dass die königliche Dynastie verflucht ist. Die Leute sind empfindlich, was solche Zeichen angeht. Kein Wunder, dass Voltest möchte, dass ihr die Striege tötet. Ich dachte, ich sollte den Fluch aufheben. Ihr sollt verhindern, dass die Striege ein Schandfleck für den König wird. Die Chance, den Fluch von ihr zu nehmen, ist minimal. Ich habe Gerüchte gehört, wonach eine zusätzliche Belohnung für den Tod der Striege ausgesetzt wurde. Ich bin nicht an Gerüchten interessiert. Das solltet ihr aber sein. Es ist eure Entscheidung, Hexer. Aber ihr solltet darüber nachdenken. Lebt wohl. Spinnt der Kollege? Ich glaube schon. Adar ist die Frucht einer inzestuösen Vereinigung zwischen dem König und seiner Schwester. Heftig, ne? Ist schon eine harte Sache. Verdammt. Ich möchte es aber gerne andersrum machen. Geh hoch. Nochmal zu Velerath. Geralt,
Leb. Oh Mann. Oh Mann, ich möchte sie nicht töten. Ich möchte sie aber nicht töten. Und ja, was soll ich da? Die Striege. Ja, ich habe ja beides. Ich kann ja jetzt nochmal speichern. Hier ist es das Hauptspeicherding. Ja, das kann ich eigentlich überschreiben. Eigentlich nicht, ne? Nehme ich das Dorf des Autosaves. So. Dann habe ich das auch nochmal gespeichert. Dann geht's jetzt weiter. Ränkerspiele? So. Ins Ghetto hier. Gehen wir mal in den Thronsaal. Aber was sind die Türen hier? Hier hat's noch eine Tür. Kann ich da durch? Keine Ahnung. Mal auskundschaften, das Zeug. Hier kommt man schon mal nicht lang. Schade, schade. Kommt man hier durch? Sieht fast schon so aus wie in Teil 3. Wenn das fast schon so aussieht. Ah, gut, ist abgeschlossen. Hier kommen wir nicht durch. Gehen wir mal raus. Mal schauen, ob wir uns zurechtfinden. Euer Ernst gerade. Antoinette, was machst du? Mon Dieu, ein Hexer. In meiner Heimat Beauclair im Herzogtum Toussaint tanzte ein Hexer einmal ein ganzes Fest lang mit einer Zauberin. Ich bestimmt nicht, werte Dame. Ich habe zwei linke Füße. Haben alle Hexer weißes Haar? Nein, werte Dame. Nur ich. Vielleicht bin ich etwas verwirrt. Wie auch immer, ich hätte da eine Angelegenheit für euch. Wie kann ich helfen? Très bien. Mon Dieu, meine drei Vettern flohen jüngst aufgrund unglücklicher Zufälle aus der Stadt. Sind sie beim König in Ungnade gefallen? Gewissermaßen. Ich möchte ihnen etwas Geld schicken, um ihre Situation zu verbessern. Versteht ihr? Absolut. Für ein angemessenes Honorar spiele ich den Boten. Ah, parfait. Meine Vettern, Corbin, Buse und Ramerod, suchen Zuflucht im Sumpf, in den Höhlen dort. Bitte bringt jedem 300 Orens. Was mein Honorar angeht. Jeder meiner Vettern gibt euch eine Quittung. Geht damit nach Alt-Visima, zum Hauptmann der Söldner, meinem Verlobten. Er wird euch belohnen. Lebt wohl. Ja. Okay, nächste Mission. Samt und Gold. Oh nö, das heißt nochmal in die Sumpfgebiete. Euer Ernst? Dann machen wir das zuerst. Falls das geht überhaupt. Wir kommen ja hier nicht mal raus. Oh doch, dort gibt's eine Tür, die auf ist. Wo führt ihr hin? Unser gütiger Meister gewährt euch keinen Einlass. Er wird nach euch schicken lassen. Verstehe. Aha. Und wie komme ich hier raus? So eine Nebensache. Hat hier noch was Rang und Namen? Nö. Und wie komme ich jetzt raus, Kollegen? Es ist abgeschlossen noch. Ihr wollt mich doch hier dumm vermieten, ne? Dort ist auch zu, Sonst noch irgendwas? Triss, hilf mir raus. Geralt? Was, meint ihr, ist mit Alwin passiert? Um ehrlich zu sein, hätte ich nie gedacht, dass er das Demeritum überwinden kann. Viele Zauberer würden sich daran die Zähne ausbeißen. Er ist eindeutig mächtig genug, um sich überall hin zu teleportieren. Vielleicht sogar durch die Zeit. Was denkt ihr über die Sache mit Ada? Sie ist eine Strege, Geralt. Wir wissen beide, dass sich Flüche nicht selbst wirken.
Irgendwelche Theorien? Als ihr vor Jahren den Fluch zum ersten Mal gebrochen habt, habt ihr der Prinzessin befohlen, eine Halskette mit Einschluss zu tragen. Wacholder, Ginster und Haselnusszweige sollten in ihren Gemächern verbrannt werden. Lasst mich raten. Irgendjemand hat die Halskette vertauscht und etwas Falsches verbrannt. Ja, jemand, der ihr nahe stand und das Geheimnis kannte. Velarad weiß vielleicht etwas. Denkt ihr, ich sollte dem König helfen? Auf jeden Fall. In gewisser Weise bin ich eine politische Gefangene. Ich könnte wegteleportieren, doch das wäre höchst unangemessen. Und ich muss mich hier noch um einige Angelegenheiten kümmern. Was könnten das für Angelegenheiten sein? Belastet euch nicht damit. Ich weiß, ihr seid mit Yevin und seinen Elfenfreunden beschäftigt. Triss, seid doch nicht so. Ihr habt eure Entscheidung getroffen, Geralt. Ich muss gehen. Interessant. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt, Herr. Geht nach oben in sein Gemach. Ich gehe sofort zu ihm. So, der Zug ist durch, deswegen habe ich weitermachen können. Schade, schade, wir müssen jetzt wirklich zur Majestät. Das heißt, ab geht's. Oh Mann, das gefällt mir so gar nicht. Warum war Triss so kalt zu uns? Wir waren doch nie so scheiße zu ihr. Ach so, hier lang. Ja. Na dann. Auf zu Majestät. Bevor ich hier hingehe. Burg. So. Hast du noch was zum Mitnehmen? Nehme ich gerne mit. Das Looten darf ich trotzdem nicht vergessen. Das wäre noch so angebracht. Ein Tafelwasser, nicht wirklich. Okay, König Volltest. Hexer? Euer Hoheit. Schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit, nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte... Hätte Adar dann den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher. Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank. Euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Solltet ihr erfolgreich sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ich verstehe, Euer Hoheit. Gut. Euer Hoheit. Noch eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre, Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velerat sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer, vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt.
Wir sind ein Liebespaar. Nicht mehr und nicht weniger. Ha, ich wusste es von Anfang an. Meine Spione müssen noch einiges lernen. Ich dachte mir schon, dass es euch nur um den Spaß geht. Genießt es, Geralt. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velarath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Okay. Sagt er was anderes, wenn wir nochmal den Spielstand laden? Das sehen wir gleich, Freunde. Ich muss zwar durchskippen, aber das interessiert mich. So, sprechen wir nochmal mit dem Dödel. Und, hauen mal die Gespräche durch. Triss und ich stehen uns nahe. Aber das geht nur uns etwas an. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Hexer. Auch ich liebte Addas Mutter. Man verbot mir, sie zu heiraten. Ich hoffe, euch ergeht es besser. Wenigstens müsst ihr euch als Mutant keine Sorgen wegen einer Schwangerschaft machen. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velarath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Okay, mache ich. Cool. Also dann weiß ich auf jeden Fall schon, wer das ist. Jo, cool. Ich erkannte, dass Triss die Liebe meines Lebens ist. Und das ist sie auch. Ich liebe sie. Ach, wie schön. Okay. Mit dem Kämmerer sprechen, wenn ich nach Alt-Visima möchte. Aber ich muss nochmal da durch, wenn ich das darf. Wow, ich darf durch. Ich muss nochmal mit dem Kollegen sprechen, mal gucken, ob er jetzt was anderes sagt. Hey, Velarath. Nö. Völlig umsonst hier hingekommen. So, das hätten wir. Und jetzt zum Kämmerer. Ja? Ich möchte nach Visima zurückkehren. Seid ihr bereit, Herr? Bin ich. Oh yeah, ich sollte losgehen und noch Hinweisen auf den Aufenthaltsort der Striege suchen. Okay. Aber ich sehe schon Zoltan Chivai, dem ich gerne einen Besuch abstatten würde. Oder er mir. Schön, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, ich müsste die Stadt allein durchqueren. Ich habe mit Foltest gesprochen. Ich soll Adda von ihrem Fluch befreien. Sie jagt in der Stadt. Was habt ihr jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, wo die Striege sein könnte. Lasst mich euch helfen. Vielleicht stoßen wir auf die Spur der Prinzessin. Gut. Wir müssen zwei Flüchtlingsgruppen in der Nähe einsammeln. Dann brechen wir zu Shanis Krankenhaus durch. Bereit? Bereit. Allzeit bereit. Oh nö, da vorne sind schon welche. Hi! Wollt ihr Prügel? Wollt ihr Prügel? Jupp, du willst Prügel. Das tut mir jetzt aber leid. Ich helfe euch mal. So. Oh.
Der wurde verbacht gekillt, Mann. Das ist doch auch mal lustig. Wir befreien mal die Stadtbewohner von diesem Gesindel. So. Die sind weg. Ach, egal, solange wir nicht in die Quere kommen. Das ist auch cool. Wir müssen die Flüchtlinge versammeln auf die und aus der Stadt führen. Okay. Dann hier links um die Ecke. Mal schauen, wie das hier so aussieht. Quartiermeister. Komm. Weiter nach vorne. Was ist denn los? Verdammt! Sie sollten doch hier sein. Vielleicht verstecken sie sich irgendwo. Sie sollten sich besser beeilen. Die Ritter werden jede Minute hier sein. Verdammt! Ich höre einen fluchenden Zwerg. Unmöglich! Verdammt! Absolut unmöglich! Ich meinte nicht euch, Sultan. Beeilt euch! Bleibt dicht bei mir und diesem Hexer! Wir holen noch eine Gruppe! Okay, wir müssen eine weitere Flüchtlingsgruppe finden. Kein Problem. Junge Elf. Oder junge Elfin. Cool. Hey! Also, das geht so aber nicht. Ey, hast du gerade den Skoyatel-Bogenschützen gekillt? So. Darf ich mal? Yep, das ist vorbei mit dem. Wir prügeln hier einfach alles mal kaputt. Gibt uns ja sowieso die Erfahrungspunkte, die wir benötigen. So. Ritter des Ordens, ihr kleinen Pisser, ey. Wie könnt ihr nur zoltern und so killen wollen? Ihr seid so krank, ey. So, ihr seid die kranksten Bastarde, die ich hier je gesehen habe. Ey. Hier spielt die Musik. Hier spielt die Musik. So. So, der wäre auch weg. Ey, warum tötet ihr hier alle? Müssen wir hier alle gar nicht killen? Spawnen die immer wieder neu. Ich geh mal. Jeder, der mir folgt, kill ich. Kümmert euch mal um die. Oh Mann. Falsche Abzweigung. Sultan, wir gehen. Bevor wir unnötig in die Quere kommen. Hier sind wir. Pünktlichkeit gehört nicht zu den Tugenden der älteren Völker. Psst, Geralt. Ich ahme das Paarungsgebrüll des Polartigers nach. Treffen wir uns mit Zoologen? Wie sollten eure Freunde jemals das Brüllen eines Polartigers erkennen können? Wenn die ein ungewöhnliches Brüllen hören, dann wissen sie, dass ich das bin. Bestechende Logik. Ich hab's ja gleich gesagt. Hört auf, bevor ihr noch ein paar Tigerdamen anlockt. Da kommen sie. Bleibt in der Nähe. Wir gehen Richtung Krankenhaus. Okay. Und wo müssen wir hin? Hier. Feldlazarett. Kommen wir hier durch, ohne zusammengestaucht zu werden? Wie werden wir die jetzt los? Willst du mich verarschen? Hier, verrecke!
Hier, verreckt. Was, Zoltan, du bist tot? Ihr werdet sterben. Yo. Ihr auch, So. Das reicht, ihr kleinen Bastarde. So. Kann ich jetzt mein Schwert wegstecken? Danke. Ist Sultan Shiva jetzt wieder am Leben? Bitte. Wir haben es geschafft. Jetzt können die Verwundeten anständig versorgt werden. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Kennt ihr die Legende des Hexers Rabe und seiner Rüstung? Kennt ihr jemanden, der so eine Rüstung herstellen könnte? Geht zum Zwergenschmied. Er versteckt sich irgendwo in Alt-Visima. Ich bin mir sicher, dass er euch helfen kann. Schön. Willkommen. Ihr habt ein Krankenhaus eingerichtet. Gut bemerkt. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe alle Hände voll zu tun. Außerdem bin ich eures Vertrauens offenbar nicht würdig. Wovon redet ihr? Von Alvin. Ihr habt sehr deutlich gemacht, wer das Vertrauen eines Hexers verdient und wer nicht. Mit wem ihr von Zeit zu Zeit ins Bett steigt und wem ihr ein Kind anvertraut. Aber... Genug. Die Verwundeten brauchen meine Hilfe. Meister, seid ihr ein Hexer? Bin ich. Was gibt's? Meister Geralt, die Bestie ermordet die Leute. Was ist passiert? Die Striege tauchte beim Turm auf. Ich wurde geschickt, einen Hexer zu holen. 5 Soldaten mussten schon ihr Leben lassen. Helft uns. Welcher Turm ist es? Der höchste in diesem Viertel. Der, den die Skoyatel in Brand gesteckt haben. Okay. Mal schauen, ob wir trotzdem noch mit ihr reden können. Oder ist jetzt Chani weg? Wir haben hier 2 Ausgänge. Geralt? Wie kommt ihr zurecht? Krieg ist abscheulich, Geralt. Sämtliche Pläne, die man hat, gehen den Bach runter. Erinnert ihr euch an unseren Plausch im Gasthaus? Ich kann mich erinnern, wie er angefangen hat. Aber nicht, wie er ausgegangen ist. Eines Tages wird es wieder besser. Das muss es einfach. Darauf trinke ich. Ich auch. Und, oh, dort ist Chani. Dann sprechen wir nochmal mit dir. Kommt später wieder. Okay, dann ist sie jetzt einfach nicht gerade abkömmlich. Das heißt, noch gerade kurz rausgehen. Mal schauen, ob wir gleich eine nächste Cutscene bekommen. Nö. Gleich 3... oder 4 weitere Vollidioten, die uns irgendwie ans Leder pissen wollen. Ich glaube nicht, Kollege. Aber hier kann man gut leveln. Gibt zwar nicht die Menge an XP, die man jetzt braucht, ne? Aber wenn man so ein bisschen hoch sich polieren möchte, für die letzten XP noch zu sammeln, geht das auf jeden Fall klar. 30 und 20 XP. Was für Freiheit, Mann. Ich glaube, bei euch hackt's hier. So. Und hier kommen immer wieder welche, ne? Kaum geht man raus, kommen hier wieder welche. Ja, was machen wir jetzt? Ich muss mich zuerst um die Striegen-Sache kümmern. Okay. Eine Striege wurde nahe einem Turm gesichtet. Ich sollte mich dort umschauen. Ja, ist klar. Zoltan empfahl mich einem Zwergenschmied, der sich in Alt-Visima verstecken soll. So, meinst du hier direkt? Na dann. Hier rein. Wo ist der Kerl?
Eine Etage weiter oben. Schinkenbrot von mir aus. Oh Mann, kann keine Gegenstände mehr tragen. So, dann kann ich das nämlich weglegen und ich kann mir das Ding nehmen. Oh. Sehr cool. Noch ein Feuerstein. Gehen wir kurz nach oben, reden wir noch mit dem und dann wenden wir den Part. Ich weiß, es ist Abend, aber egal. Guten. Unser gemeinsamer Freund Soltan Chivai hat euch empfohlen. Für einen Freund Soltans nehme ich mir immer Zeit. Fürchtet ihr keine Angriffe? Nein. Die Skoyatel beschützen mich. Sie wissen, dass sie mit Holzknüppeln kämpfen müssen, wenn sie mich verlieren. Verstehe. Zweimal wollten Ritter des Ordens diese Hütte in Brand stecken. Und beide Male wurden sie zurückgeschlagen. Ich möchte, dass ihr Rabes Rüstung nachbaut. Die legendäre Gnomenrüstung. Da müsst ihr erst die Komponenten sammeln. Was braucht ihr dazu? Die Rüstung von Graf Corbus Reuter als Vorlage. Er ist auf dem Friedhof im Sumpf begraben. Und wenn ihr schon da seid, besucht das Grab des Elfenminnesängers. Ich brauche seine Verse über Runen der Macht. Ist so gut wie erledigt. Und dann müsst ihr Teile von Rabes Originalrüstung und ein bestimmtes Werkzeug finden. Was für ein Werkzeug? Einen Zweifunktionslegierungs- und Stahlfaser-Rezirkulator. Hä? Ich sage euch, wo ihr ihn findet. Wenn ihr dort seid, schnappt euch einfach den merkwürdigsten Gegenstand, den ihr seht. Na gut. Sucht eine Mine mit magisch versperrtem Eingang. Wendet Luft- und feuerbasierte Magie auf einen Empfänger an, der in einem Stein in Eingangsnähe verborgen ist. Das öffnet die Tür. Das klingt machbar. Hervorragend. Zwei Zauber des Feuers, gefolgt von einem der Luft. Hütet euch aber vor den Gefahren in der Mine. Wenn ihr alle Komponenten gesammelt habt, mache ich euch die Rüstung. Danke. Lebt wohl. Okay, Freunde. Ich muss mich auf Geheiß des Königs höchst selbst um die Salamander kümmern. Ist ja geil. Tut mir leid, ich hatte vorhin gerade nicht alles an. Ich habe mir gerade die Mission angeguckt. Ich muss auf dem Friedhof in den Sümpfen gehen. Oh, zum Glück sind wir OP mittlerweile mit dem Schwert. Eine Strecke wurde nach Tum gesichtet. Jetzt ist die Frage, was wollen wir zuerst? Wenn ich in die Sümpfe gehen kann, okay, mache ich das zuerst und dann mache ich das andere Zeug. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt The Witcher 1, Freunde. Freut euch. Tüdelö.